Ja, servus Leute, hallo zum neuen Video. Die Sonne lacht, die Temperaturen steigen. Wir Elektrofahrer freuen uns über einen niedrigeren Stromverbrauch. Auch an den Ladesäulen wird es besser. Der Akku ist nicht mehr so kalt. Schnelleres Laden ist möglich, wenn man jetzt nicht gerade top vorkonditioniert hat. Aber heute in diesem Video seid ihr gefragt, eure Meinung zählt. Ja, welche Tipps und Tricks habt ihr Tesla-Fahrer da draußen für euren Tesla? Ihr wisst ja, der Sascha ist ein stinknormaler Tesla-Fahrer, ein stinknormaler Autofahrer, überhaupt kein Experte. Ich werde aber immer wieder gefragt, ja, wie geht das, was hältst du davon, darf man das, darf man jenes? Ich verweise euch immer auf das Tesla-Handbuch. Hier steht alles geschrieben, ich nutze mein Auto auch so. Beispiel, muss ich meine Bremsen noch zusätzlich reinigen oder darf ich im N-Modus, im neutralen Gang, darf ich den rollen lassen, darf ich da bremsen? Hier steht alles geschrieben, ich nutze mein Auto nur so, ich gehe streng nach Vorschrift. Ihr werdet sagen, ja mei, der Sascha ist ja wieder ein Spießer, aber nein, ganz ehrlich Leute, ich will, dass mein Auto natürlich so lang wie möglich lebt und all das besprechen wir in diesem Video und ich hoffe danach auf zahlreiche Antworten, Kommentare und Likes. Wie nutzt ihr da draußen euren Tesla? Welche Tipps und Tricks habt ihr für mich? Viel Spaß beim Zuschauen! Tja, es ist richtig warm im Auto, man muss richtig runterkühlen, weil es so warm draußen wird und ich freue mich schon richtig aufs Frühjahr und auf den ja Sommer vielleicht, da müssen wir nur ein bisschen schauen, ihr wisst ja, die Sitze werden ein bisschen warm, aber auf jeden Fall schon mal aufs Frühjahr, das wird richtig, richtig geil und jetzt lassen wir mal zurück Revue passieren, was ist in dem Winter geschehen, eigentlich nicht viel und jeder jammert immer, unter anderem auch ich, wie die Sau. Ja mei, das Laden ist so mühsam und der massive Stromverbrauch. Ja Leute, aber wie oft haben wir das jetzt gehabt? Wirklich wenig. Jetzt haben wir schon Mitte Februar oder ja bald Mitte Februar. Der Februar ist ja nicht so lang und jetzt geht es endlich rauf mit den Temperaturen und jeder freut sich auf niedrigeren Stromverbrauch, aufs Laden und so weiter. Der Elektrofahrer blüht jetzt richtig auf. Ja und ich frage mich jetzt Leute, ja, ich bekomme halt viele Nachrichten von euch hier und da und jenes, wie kann ich, wie darf ich? Ich beantworte euch das auch nicht. Ich sage euch immer, nutzt das Auto nach Vorschrift, wie im Tesla-Handbuch. Steht zum Beispiel zu den Scheibenbremsen, wenn es regnet, hat Tesla hier extra eine Funktion. Euer Tesla erkennt, wenn es draußen nass ist. Euer Tesla befreit dann die Scheibenbremsen vom Wasser. Hier gibt es wie gesagt extra eine Funktion dafür. Eine nicht spürbare Bremsfunktion wird hier aktiviert und im Tesla Handbuch steht nichts vom zusätzlichen Bremsen reinigen. Wenn ich halt einmal meine Bremsen anschaue und die schauen halt jetzt durch den Winter, durch Salz und so weiter mal schnell schlecht aus, dann mache ich das halt für mich selber, aber im Tesla Handbuch steht darüber nichts weiter geschrieben. Also meine Empfehlung ist immer, immer Leute, geht nach dem Tesla Handbuch, hier steht alles Wichtige drin und dann hält euer Tesla auch länger. Aber nachdem ich halt auch nicht Gott bin und nicht übers Wasser laufen kann, würde mich halt auch interessieren, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, die ich jetzt auch nicht weiß, vielleicht versteckte, undokumentierte Funktionen, dass ich vielleicht auch mein Auto ein bisschen besser vielleicht noch nutzen kann. Ich war jetzt auch schon im Winter jetzt im Service-Modus drinnen, schau mir da allerdings jetzt nur die Temperaturanzeige meines Akkus an, hab das einmal diesen Winter so verfolgt und das war ganz interessant. Hier würde ich mir zum Beispiel wünschen, das habe ich auch bei anderen Herstellern gesehen, dass permanent am Display die Akkutemperatur angezeigt wird. Das würde ich richtig, richtig gut finden, wenn das Tesla bringen würde, anstatt immer in den Service-Modus hier reinzugehen und mal schauen, wie warm der Akku ist oder wie kalt der Akku ist, besonders im Winter. Ich finde das interessant
Und man kann ja da ein bisschen ableiten davon, wie schnell geht es dann an der Ladesäule, muss ich vorkonditionieren, ja oder nein. Und das würde ich mir zum Beispiel wünschen. Ansonsten mache ich in dem Service-Mode auch nichts. Hier gibt es auch noch eine Funktion Brake Burnishing, dass man die Bremsen wirklich säubern kann, aber da blendet dann gleich oder ploppt dann gleich richtig in Rot auf. Man soll das auch wirklich nur benutzen mit fachkundigem Personal. Also ich rate auch von solchen Dingen ab. Ansonsten mache ich hier auch nichts in diesem Service-Modus. Also Leute, mich würde interessieren, was kennt ihr? Ihr kennt euch besser aus wie der Sashi. Schreibt mir eure Kommentare. Viele, viele Likes, dass hier auf dem Kanal weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Wie immer. Servus.